Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu meiner Meinung zum zweiten Spiel der zweiten Bundesliga. SV Elversberg gegen den ersten FC Köln. Ja, nach der bitteren Niederlage gegen den Hamburger Sportverein in Köln war es an der Zeit, heute die drei Punkte mitzunehmen. Heute, ja, ganz klar mit breiter Brust nach Elversberg zu fahren. Und das haben auch die 2500 mitgereisten FC-Fans getan. Mit breiter Brust, mit Fahne, mit Trikot, alle in Trikot. Denn das war auch das Motto von der Südkurve aus Köln. Und ja, und das hat richtig Bock gemacht. Die Fans waren direkt da, die Fans hatten Bock. Und die Aufstellung war auch draußen, was man ja schon Überraschung nennen kann. Es gab zwei Veränderungen, und zwar einmal in der Innenverteidigung. Pauli ist erstmal rausgeworfen worden sozusagen oder aussortiert worden. Für ihn kam dann Dominik Heinz. Auch ja, Marc Uth war mit dabei. Das war auch sehr überraschend. Oder was heißt überraschend? Das war dann nachvollziehbar, als er gesagt hatte, er wäre wieder fit. Da kommen wir gleich noch zu. Und Steffen Tigges ist ebenfalls in den Kader noch mit reingekommen, statt Marvin Ubuz. Ja, und somit, und Linden Meiner ist auch noch reingekommen, allerdings in die Startaufstellung. Auch das noch, denn Luca Waldschmidt hat seinen Stammplatz verloren gehabt als Zehner. Und somit war dann am Ende Linden Meiner da. Ja, und so sah dann am Ende die Aufstellung aus. Jonas Obisch im Tor, Heinz und Hübers in der Innenverteidigung. Rechtsverteidiger war wieder Jan Thielmann. Linksverteidiger war Lehard Paccarada. Alleiniger Sechser wieder Erik Martel. Und jetzt wird's interessant. Ljubicic als Zehner, Rechtsflügelspieler, Dennis Uzembasic, Linksflügelspieler, Linden Meiner, und vorne drin Damien Downs und Tim Lemperle. Und somit ging's dann auch rein. Und der FC hat gerade in den Anfangsminuten und eigentlich ja die gesamte erste Halbzeit ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, hatten wieder jede Menge Möglichkeiten, und das ist immer und immer wieder das Problem. Wir haben so viele Möglichkeiten. Damien Downs frei vorm, oder was heißt frei vorm Tor, aber nah beim Tor, der muss eigentlich nur einen irgendwie reinmachen. Ich glaube, der war schwerer, den Ball rüberzulegen oder übers Tor zu hauen, als reinzumachen. Ja, ich weiß es nicht, ne? Das sind halt einfach Situationen, die musst du nutzen, und allgemein hatten wir wieder Möglichkeiten, wo man wirklich sagen muss, ey, was haben wir für ein Chancenverhältnis, was haben wir für ein Chancenwucher, das ist einfach nicht gut. Das muss man ganz klar sagen, das ist einfach nicht gut. Und ja, aber wir haben es dann trotzdem relativ früh hinbekommen. Ja, denn am Ende war es Dennis Uzembasic, schön von Ljubicic rübergeleitet, Dennis Uzembasic ist ja in der halbrechten Position und kann das Ding reinsetzen. Ganz, ganz wichtig, dann endlich das 1-0 gemacht zu haben. Und auch danach hatte man weitere Möglichkeiten. Man hätte schon längst auf 2-0 hochschrauben müssen. Aber man hat es eben dann doch nicht gemacht. Dann ging es in die Pause. Und dann dachtest du so als Fan, okay, komm, die erste Halbzeit war schon sehr gut. Wir hatten da die Partie sehr gut im Griff. Und jetzt einfach das zweite noch drauf machen. Und dann beginnt die zweiten 45 Minuten, und ich hatte gerade die Musik von der zweiten Halbzeit ausgemacht, und dann kommt schon der erste Angriff von Elversberg, und in der 46. Minute, oder eigentlich sogar noch, ich glaube es war die 45. plus 50, passiert das 1:1. Elversberg kontert, Elversberg hat Anstoß, läuft einmal komplett nach vorne, ganz Köln pennt. Und ja, es steht eben dann 1:1, und du denkst ja als Fan, hä, warte mal, wir haben doch die erste Halbzeit komplett dominiert, wie kann es denn jetzt sein, dass Elversberg hier mit dem ersten Schuss, mit der ersten Annäherung, Jonas Urbich hatte davor gar nichts zu tun, und dann auf einmal passiert das schon. Das war halt schon wieder so, wo du denkst, ja geil, weißt du, kannst du wieder auch keinem erzählen. Dann wurde es allerdings noch bitterer, denn Elversberg ist natürlich somit dann auch ins Spiel gekommen. Ganz klare Sache. Wir haben die Elversberger wieder ins Spiel eingeladen. Die Fans von Elversberg sind natürlich dann auch wieder ja reingekommen in die Partie. Und dann passierte genau das, was du als Fan vom 1. FC Köln so oft gesehen hast. So viele Fehler wieder passiert sind. Wieder viele Ballverluste, aber auch auf Elversbergs Seite. Ne? Und das ist einfach, das darf dir nicht passieren. Solche Fehlpässe in der zweiten Bundesliga. Und das bestraft die zweite Liga eben auch. Das ist eben dann auch ein hartes Geschäft, wie man es sagen muss. Und wie gesagt, ja, dann passierte es. Das 2:1. Auch wieder schlecht verteidigt. Dominik Heinz überhaupt nicht. Da hatte ich eigentlich echt gedacht, okay, Heinz und Hübers, das sind ja wahrscheinlich auch einfach
aus Sicherheitsgründen, ne, damit man einfach Erfahrung hat, auch in der Innenverteidigung. Aber das war einfach auch wieder ganz, ganz schlecht verteidigt. Und ja, und so lagst du auf einmal zurück. So hast du die Führung aus der Hand gegeben und du denkst dir, ey, du hast die ersten 45 Minuten so gut gespielt und dann, ja, liegst du auf einmal zurück in der 60. Danach kam noch Marc Uth rein. Kurze erfreuliche Nachricht, Marc Uth kam rein, denn laut dem Trainer Gerhard Struber ist er ja wieder fit und ist eine Option. 4 Minuten hat's gedauert. 4 Minuten hat's gedauert. Kein Ballkontakt, kein irgendwie Gegnerpressing, dass man jetzt sagt, oh, da war aber auch ein Zweikampf. Nein, ohne Gegenwehr, ohne dass irgendwas, ich weiß nicht, ob eine Mücke dagegen geflogen ist, gegen das Knie, ich weiß es nicht. Aber Stand, oder ja, Fakt ist, 4 Minuten hat es gedauert und Marc Uth musste wieder runter. Und ich habe ja immer wieder Hoffnung gehabt, Marc Uth, ne, hatte ich immer wieder gedacht, ja vielleicht, ne, ich habe jetzt nicht von 20 Toren gesprochen oder von 20 Spielen, 15 hätten auch schon gereicht. Da habe ich gedacht, ja vielleicht wird er ja doch mal gerade als Einwechselspieler ein ganz wichtiger Spieler. Nein, gerade nach dem heutigen Spiel, gerade nach den 5 Minuten, die er hatte oder 4, wie auch immer, das wird nichts mehr. Der Körper sagt dir, hör auf und du solltest auch auf den Körper hören. Es gibt nicht, es wird nichts mehr. Es ist einfach vorbei. Es ist finito. So, du kannst ja als Fan weiterhin beim Verein bleiben. Stell dich in die Kurve, freue ich mich. Aber Fakt ist, als Fußballspieler, als Fußballprofi-Spieler reicht es einfach nicht mehr. Und das sagt dein Körper dir auch. Und man sollte jetzt wirklich dann auch sagen, okay, anscheinend reicht es dann auch nicht mehr, weil ich weiß es nicht. Es ist doch immer, ich habe mir das jetzt 2 Jahre lang angeguckt und 2 Jahre lang sehe ich das Gleiche. Jetzt sogar noch die Krönung eigentlich nach 4 Minuten schon. Sonst war es immer eigentlich so nach 15 Minuten. Ne? Oder auch wenn er dann das Spiel nochmal zu Ende gemacht hat, dann hieß es danach, aber er hat sich wieder verletzt. So, und jetzt will ich gar nicht die Diagnose hören. Es wird ja wahrscheinlich die sein, die auch die letzten 2 Jahre wieder waren. Fakt ist auf jeden Fall, es wird einfach nicht mehr. Es wird nicht mehr reichen. Naja, auf jeden Fall musste Marc Uth somit wieder runter. Für ihn kam dann Luca Waldschmidt rein, der danach auch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Julian Pauli ist auch noch reingekommen. Auch er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Meiner Meinung nach ist es auch wieder so, dass man dann jetzt auch sagen sollte, okay, Julian Pauli und Timo Hübers sind die festen Innenverteidiger. Denn, wie gesagt, das hat mir schon deutlich besser gefallen, was die Zweikämpfe anging, als was Dominik Heinz da gemacht hatte. Ja, und deswegen sollte man dann auch wieder in diese Innenverteidigung das reinsetzen, sage ich mal. Oder man sollte sie einfach von Beginn an spielen lassen. Ich würde da jetzt keine großen Experimente mehr machen, denn, wie gesagt, das hast du eigentlich in der Vorbereitung gemacht. Und das Gleiche gilt auch für Lea Baccarada, auch eher, naja, mein Lieblingsspieler wird er, glaube ich, nicht mehr. Ich hätte da eher einen Michael Weschenbach gerne gesehen, aber auch das wäre jetzt eigentlich fatal, jetzt da auch noch irgendwie zu wechseln, zu rustieren, wie auch immer. Weil das Problem ist einfach, dafür sind die Spiele jetzt auch zu wichtig. Ne? Und der FC hat dann nochmal alles gegeben, war natürlich dann wieder spielstärker, gerade nach den Wechseln. Aber im Großen und Ganzen war das schon auch wieder viele Fehler und auch allgemein, es war einfach sehr anstrengend, wieder zu gucken, muss man wirklich sagen. Dann hat der FC zwar wirklich noch durch, ja, Lea Paccaradas Ecke und dann eben auch Timo Hübers Kopf das 2:2 gemacht. Und das war natürlich schon sehr wichtig, weil dadurch hast du jetzt wenigstens schon mal einen Punkt geholt. Dann hast du auch nochmal die Hoffnung gehabt, nochmal 6 Minuten Nachspielzeit. Hast dann gedacht, okay, komm, jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit durch einen Lucky Punch irgendwie. Aber auch dann, ne, teilweise Dennis Husin-Basic, Lubicic, Luka Waldschmidt, Tigges, die haben alle da drauf gebolzt wie die Bekloppten und jedes Mal war auch irgendein Spieler dazwischen und wenn mal dann kein Spieler dazwischen war, war dann auf einmal der Torwart wieder, der irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas genommen hat, dass der alle Bälle auf einmal hält. Das war ja auch gegen Hamburg so. Da hatten wir ja auch jede Menge Möglichkeiten. Und jedes Mal war Daniel Heuer-Fernandes da. Und heute war das Gleiche. Also, was der da gehalten hat, das eine gegen Lubicic, das eine gegen Tigges, das eine gegen Waldschmidt, ich weiß es nicht. Irgendwie immer der Torwart, der gegen uns spielt, der hat auf einmal, weiß ich nicht, 8 Arme und wurde Krake genannt. Ja, das ist halt auch dann wieder so, wo du denkst, ja, gegen uns, da ist es natürlich, klar, jetzt werden andere sagen, ja, bei uns ist es aber auch so, ja, logisch, aber trotzdem fühlst du dich als Fan halt dann irgendwie so ein bisschen, wo du denkst, hä, wie geht das denn jetzt?
Naja, auf jeden Fall war es das dann tatsächlich. Nach einem sehr erkämpften Spiel sind dann auch viele Spieler von Köln dann auch zu Boden gegangen. Also kämpferisch war der FC schon da, das muss man sagen. Aber was das Spielerische angeht, sind wir noch, ja, müssen wir noch viel lernen in der zweiten Bundesliga. Und auch was die Fehler angeht, ja, diese Torchancen, die wir nicht nutzen, diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, das muss einfach auch noch viel, viel besser werden. Das war in, ja, gerade in der zweiten Halbzeit einfach nicht gut und allgemein auch muss man, oder auch in der ersten Halbzeit war es nicht gut. Und in der zweiten Halbzeit, da haben wir Fehler gemacht, da haben wir Lücken gelassen, da haben wir Elversberg spielen lassen. Da konnte Elversberg von rechts nach links, von links nach rechts spielen, von hinten nach vorne, von vorne zurück. Das war einfach, da hatte ich kurz gedacht, wollt ihr direkt ein Tor, also wollt ihr direkt irgendwie ein Schild aufstellen? Hier, heute ist Tag der offenen Tür, kommt durch. Das habe ich echt nicht verstanden, warum man dann wirklich von der 45. bis eigentlich wirklich zur 65., 70. es nicht geschafft hat, Elversberg wieder vernünftig zu verteidigen. Also das habe ich echt nicht ganz verstehen können. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt ein Punkt, den wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Wer weiß, wie gut der Punkt am Ende noch zählt oder wie wichtig der Punkt am Ende noch ist. Vielleicht reicht der Punkt ja auch dann zum Aufstieg. Aber selbst das, ihr habt es gemerkt, ich rede es leise, weil da müssen wir noch viel, viel mehr lernen, um wirklich dieses Ziel erreichen zu können, weil das war heute dafür wieder zu enttäuschend, wieder zu wenig, ja, wieder eine Führung aus der Hand oder was heißt wieder, aber ne, eine Führung aus der Hand gegeben und so steigst du dann am Ende nicht auf und deswegen, ja, muss ich mir das auch abgewöhnen, dass ich das Wort Aufstieg in den Mund nehme, denn nach solchen Leistungen jetzt, nach solchen Fehlern, die wir gemacht haben, darf man sowas eigentlich nicht in den Mund nehmen. Naja, ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung, denn die könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Bin da sehr gespannt, wie ihr das Spiel gesehen habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal nicht oder noch nicht abonniert habt, dann tut es gerne. Wie gesagt, ist alles kostenlos. Danke auch an alle, die im Stream dabei waren. Wir waren Top-Schnitt, so 350 Zuschauer. Wahnsinn, vielen, vielen lieben Dank. Auch viele Neuabonnenten wieder hier. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Und ja, also Livestream-technisch war es wieder mega, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, aber spielerisch vom 1. FC Köln selber, da müssen wir eben noch einiges lernen. Naja, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis dahin, macht's gut, euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.